Koexistenz wäre schon gut. Sanhedrin was built on a dream. A world without hierarchies, without leaders, where human beings could embrace the potential of technology without its destructive side effects. The radicals of the old world had been proven right. The status quo could not sustain itself. But what now? What was the next step? Some argued for coexistence with the Pandoran ecosystem, hoping for a peaceful solution. Others advocated putting humanity before nature and claiming the planet for themselves. Trusting in the safety of their havens, the people of Sanhedrin argued about the best way forward, but the Pandora virus had little interest in their arguments, and its power was still growing. Also ein bisschen am Ziel vorbei, die Herrschaften. Pandora-Strukturen 1. Naja, bis der Nebel kommt, hat sich's bald ausaktiviert. Das ist so gerade ein bisschen mein Problem. Du musst da unten erst ausheilen, ohne dich. Block AR. Das heißt. Wir könnten. Theoretisch. So machen. 32, 6. Dafür pro Schuss 10 mehr Schaden. Fünfzehn Stunden. Naja, vielleicht schaffen wir es noch, bevor wir losziehen müssen. Bis ich jetzt da hochgeflogen bin, ja wirklich schon. Oh, schöner Nebel. Ja, Sakrament. Sack und Asche. So einfach. Aufstieg durch Sünde, Absturz durch Tugend. Habe ich jetzt die Zeit, nach da hinten zu fliegen? Ich denke, ich muss sie mir nehmen, weil hier läuft selbige weg. Denn hier unten wird es langsam neblig. Ich befürchte, dass, wenn der Nebel da ist, dass dann hier Angriffe stattfinden. Ich. Leute haben muss dafür. Dann gar nichts mehr zu rekrutieren. Nur ein Fluggerät. Okay, so könnte man natürlich dann relativ gleichzeitig arbeiten. Produktion, aber ein Fluggerät wird vermutlich nicht gerade das billigste sein. 1000. Schon krass. Ja, es bringt nichts. Vorwärts. Zack. Komm. Hier fliegen wir jetzt wieder dahin erstmal. Wer hat keine Munition mehr? Ja.
Gut, versieh das mit Cues. Bereit, Gegenstandsplätze. Ausrüsten. Du bist ziemlich nackt. Dude. Dude. Bing. Research complete. Mindfrag-Autopsie. Zusammenfassung. Bei Mindfraggern handelt es sich um eine Biowaffe, die entwickelt wurde, um menschliche Testobjekte zu kontrollieren und möglicherweise zu entführen. Der Kopf der Kreatur löst sich bei einem Angriff vom Körper und verbindet sich dauerhaft mit seinem Wirt. Zum Glück lässt sich die Kreatur in diesem Zustand töten und ihr Opfer wird wieder in den normalen Zustand zurückführen. Das gab es auch bei Apocalypse. Aber ich glaube, da musst du erst irgendwie Gegenmaßnahmen erforschen, um den Soldaten wieder zurückzukriegen. Genetischer Ursprung 22% Arthropoid, 3% Mensch, 75% unbekannt. Funktion Gedankenkontrolle, wie sie dies genau erreichen, ist unbekannt. Fortpflanzung Eier, Ausbrutkammern in Pandora-Kolonien. Mobilität, sehr schnell, sind aber nicht in der Lage hochzuklettern oder zu springen. Begeben sich an eine höher gelegene Stelle, um sie zu begeben sie sich an eine höher gelegene Stelle, um sie zu bekämpfen. Ja genau, soweit kam ich da auch nochmal mit. Schwäche, leicht zu töten, da sie sehr anfällig für Sprengstoffe sind. Sobald sie mit ihrem Opfer verbunden sind, reicht eine Einzelschusswaffe, um den Schaden beim Opfer zu minimieren. Quasi ein gezielter Kopfschuss auf dieses Viech hier. Krass. Mindfraggers. Funny how that crude name our soldiers came up with stuck. Appropriate, I suppose. These vile creatures personify everything that makes the Pandorans so despicable. They are designed to rob us of our will, of our humanity. Sehe ich so ähnlich. Geh da erstmal hin und kleide mal den Herren ein. Hätte nichts zum Anziehen. Ihn hier. Ausrüst. Ja? Weil brauchst du auch gar nicht mitzukommen. Weil sonst müsste ich jetzt ja. Oh. Genau, du kriegst auf jeden Fall einen Bulldog. Das müssen wir abwarten. Auf jeden Fall beim Phoenix Point bleiben. Unser Bär hier geschossen, dringend. Was? Magazin in der Hand, das ist. So. Naja, ohne Rüstung braucht der andere gar nicht mitzukommen. Aber Granatenreichweite und 2 Geschwindigkeiten.
darf er. Ja, ich bin immer noch der Meinung, dass wir hier auf jeden Fall Willenskraft Stärke hochsetzen müssen. Nicht so schnell sterben die Jungs. Prozent Bonus verursachter Schaden und minus 20% Genauigkeit. Das ist völlig sinnfrei, weil du hast eh schon fast null Genauigkeit. Eine sekundäre Klasse. Naja, aber von der Sekundärklasse muss ich ja... Könnte ich zum Sniper machen. Die Frage ist nur, kann er mit dem Teil hier snipern? Also wenn er irgendwie Fähigkeiten hat. Sniper-Fähigkeiten. Weg mit schweren Waffen, angebrachten Waffen. Zum Beispiel ein stationäres Geschütz. Raketenrucksack. Wenn man einen Sniper auf Raketenrucksack holen kann, das wäre natürlich... Was haben wir bei dir gesagt? Wir haben bei dir gesagt, du brauchst mehr Geschwindigkeit, weil sonst... Natürlich auch noch da mehr. Ich glaube, ich will hier mal springen, danach ist aber deine Willenskraft völlig im Eimer. Was in einer Panik resultieren wird. Interessant. Dein Feind tötest du erhalten Verbündete einen zusätzlichen Willenskraft. Schieße mit einer Direktfeuerprojektilwaffe mit der verbleibenden Munition im Magazin. Das ist 6 Schuss auf einmal, das ist, wenn du direkt vor irgendwas Dickem stehst, dich gerade überrennen will. So, Stärke, Willenskraft oder noch Geschwindigkeit. Willenskraft. Receipt is McDude. Genauigkeit mit einer Waffe, über die du Kenntnis hast, wird um 50% erhöht, wenn keine Feinde innerhalb von 10 Feldern entdeckt werden. Haut aber rein. Nur noch 8 Stunden. Hier. Alles für Sniper. Sick. 12 Explosionen und 60 Schuss. Reichweite 17, Reichweite 9. Also absoluter Nahkampf. Hast hier ein bisschen viel im Säckel. Von 6. Beides leer geschossen. Hm.
Ja, weil 6 Schuss an sich sind ja schon super wenig bei ihm. Super wenig. Alle leer geschossen. Warte, aber das ist halt. Und das machen wir so. Golem-Geschichte, ja. Wie ich. 6 von 8. Die kann ich aber nicht produzieren. Hier. Wieso kann ich nicht diese Waffe erforschen? Ah, das ist die Hera, oder? Sieht das? Hera? Ja. Okay. Die gute alte Hera. Forderung nicht erfüllt. Hoch nicht erfüllt. Echt. Und dass du mal irgendwas zu erforschen hast. Wieso nicht? Die unterirdischen Bruchstätten der Pandoraner scheinen einen wichtigen Teil ihrer Biologie auszumachen, weswegen wir sie so schnell wie möglich untersuchen sollten. Das Gefühl habe ich nämlich auch. Erforderliche Gegenstände einer von zwei. Okay. Ich muss dahin. Ich muss dahin. Wenn es jetzt kiloweise Soldaten gäbe, hätte ich keine Rüstung für sie. Und ohne Rüstung ist es jetzt ziemlich ungesund, unterwegs zu sein. Ich gehe jetzt einfach rein. Und nehme mal den Laden auseinander oder wäre da auseinandergenommen. Mama mia. Starben. Was habe ich denn da wieder falsch gemacht? Plus 8. Das ist hässlich. Das ist richtig hässlich. Schuss mit dem Gaussgewehr. Ich bin so gespannt. Du machst mich irre. Du hast ein leeres Magazin. Ja, da fehlen 2 Schuss. Stimmt. Jetzt ist es. Ach so. Das geht auch, wenn ich da schon einen getroffen bin. Ja, dann gucken wir mal, wie wir das kriegen. 6 und 8. Wieder das Falsche. Naja, nimm es mal mit für alle Fälle, weil wenn es hart auf hart geht, dann
Sehen wir sowieso alt aus. Alles. Frage stellen. Also, Wächter mit mehreren Soldaten gleichzeitig wegmachen, weil sie im nächsten Zug dann reagieren. Ich muss dringend schnell was machen. So. Nest. Nest. Wie sind denn die Dimensionen? Noch gänzlich unbekannt. Oh, oh. Links unten, das ist links oben. Störe alle Bootwächter. Die Karte ist sehr groß. Nach meinem aktuellen Empfinden. Ready for action. Wir gehen mal über links. Got a visual. Ja, super. Ei. Ein Mindfragger-Ei. Wahrnehmung 7. Aber Punkte 160. Da kann ich es nicht mehr sehen. Da kann ich es sehen. Jetzt wird's interessant. Die Frage ist nämlich, wenn ich jetzt dieses Ei hier wegschieße und hier ein Wächter in der Nähe ist, kriegt er dann meinen Schuss mit? Frage der Fragen. Kannst du mal zum Beispiel da hingehen? Jetzt wieder. Ja, da ist ein Ei. Zwei Eier. Oh. Das ist das Thema mit dem Wächter. Sehr unschön. Oh.
Karpfenwurzeln. Wahrnehmung 10. Lasse alle Eier innerhalb von 20 Feldern schlüpfen. Massenschlüpfen. Also werde ich natürlich nicht auf das Mindfragger-Ei schießen, sondern auf genau diesen Brutwächter. Ja, von 20 Feldern. Hässlich. In dem Fall müssen wir den Kopf zuerst abmontieren, weil der hat nur eine Rüstung von 10. Also ist auf jeden Fall super abwechselnd. Also abwechslungsreich, super abwechselnd, super abwechslungsreich. Falls du neu dazugekommen bist, auch nochmal zur Information. Es läuft ein Giveaway bis Dienstag nächster Woche. Auf collectors.tv/giveaway sind alle Informationen, wie du daran teilnehmen kannst. Du kannst deine Gewinnchancen erhöhen, indem du verschiedene Aufgaben erfüllst und so weiter. Ganz wichtig, nicht vergessen. Bitte, wenn du dich einträgst, daran teilnimmst, dann kriegst du eine E-Mail. Die E-Mail kommt von Collectors auf Twitch. Heißt dies, glaube die Adresse. Also steht oben im Namensfeld. Dann bitte in der E-Mail auf den Link klicken, dass du deine Teilnahme bestätigst, weil sonst ist alles, was du machst, im Prinzip umsonst oder zählt halt nicht. Es musste leider so aufgebaut werden, damit es GDPR compliant ist, also dieser neuen europäischen, in Anführungsstrichen neuen europäischen Datenschutznorm entspricht. Also Double Opt-in, quasi, dass du daran teilnimmst, muss bestätigt werden über den Klick auf den Link. Nur zur Info. Wäre sonst schade, wenn du da verschiedene Sachen machst und nachher deine Teilnahme nicht zählt. Okay, der lässt also hier die Herrschaften Mindfragger schlüpfen. Hässlich, hässlich, hässlich. 20 Felder 1. Boah, der ist ja schon mittendrin, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Also eigentlich, sobald ich hier reinlaufe. Wird's hässlich. Und ist auch noch dreifach gepanzert natürlich. Das ist ja klar. Würde ich gerne da hinstellen, dass du auch noch Schussfeld hast. Würde ich auch noch gerne da hinstellen, dass du...